Mais bon, quand même, on va probaire, non? Ça qui m'a moulant de normal, Discord. Vous en aurez comme vous. Jo, können wir ruhig machen. Ich hatte gesehen, du hast mal gerufen. Ja, ça va, bis gleich. Bis gleich. Hallo. Hallo. So, der Stream läuft. Muss ich schon mal gucken, ob das auch dann so lo richtig läuft. Ah, das läuft doch lo schon viel mehr schön. Nice. Und das ist. Ich liebe mich selber zu löwen. Ja. Lebt das auf TikTok? Lebt das auch proper? Ja, du lebst doch proper. Okay, du laufen die zwei Streams proper. Da ist man. Hallo, Asijin. Danke für vorbeizuschauen im Stream. Was nice. Ich habe mal einen Erfolgsstrahl gemacht, falls ich 1500 Follower erreichen. Und ich habe einfach als Text dran geschrieben: Come to me, you get free wifi. Das Leid an meine Community soll kommen. So. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, mein Mikro hört sich besser unter meine Kopfhörer. Ah, du hast ja dort nachher gestellt, dass du selber jetzt. Ja, das mit Rückkopplung habe ich sowieso müsste machen, weil sonst habe ich ein Delay am Sound. Beim Dingens, wie heißt das, glaub, bei alles fertig über Tablet, Switch oder PlayStation. Dann habe ich ein Delay. Ah, okay. Ja. Das war. Und ich schon wird sich mein Kamera auch vorstellt, habe ich gerade gesehen, weil es sind mega weit fort von der Kamera. Ja, bisschen, ne? Ein Trapschen. Ja, das Trap für Europa und den Atelier Speicher. Und dieser enorme Ding, Ding Monster-Kollektion. Ja, zwei Dosen. Gute Pfanne. Boah, gut gesessen, tut nicht, die hier nach dem Büro steht. Okay. Mein Pfand, oder was? Ah, ne, du wohnst in Frankreich. Ja, da geht kein Pfand. Die muss ich unbedingt mal Remote machen, weil die aus dem R Ja. gefällt, dann ist sie am Gang schon ein zwei zu voll gesehen, ich glaube. So, Oder ist genau. ein Jökustut, oder was? Ah, Ja, dass du. sie ein Ekos tut. Mehr oder nach richtig aussehen. Guckt, das heute sind zum Beispiel die Flasche, wo wir für das Bild benutzen, wo wir als Gravierungen machen. Ja. Das Ja, halt. das sind ja, das ist ja voller Mode, aber man lässt denen zu saufen. Jo, und Glyph hat die gehen mega viel gefreut. Und zumal alles war personalisiert und Design, als ob das lo eng Zeichnung aus, Num oder Herzi, Whoopi, bla bla bla. ich kriege eine Tonne nur vor, für so Sachen zu machen. Tomieux. Meine Age-Kollektion, die wird sich mega gut verkaufen.
Wird zwar ein bisschen gedauert, falls die Leute schon am Anfang ein bisschen gezeigte Preise bezahlen, aber mittlerweile geht es. Das ist schon zwar auch bessere Preise, aber mittlerweile mit den Flaschen. Du kriegst das, was du bezahlst, ja? Ja, weil das war den echten Design für die Flasche, wo wir hatten. Das waren mit einem schönen Bambusstopp und eben die schwarz. Ah, Und, der ist schön, ja. natürlich die allerschönsten, die habe ich nie an den Verkauf gesetzt. Die ist oben noch. Okay, die ist am Atelier. Das ist mein seltener Design, wo ich gemacht habe. Ah, okay. Dick viele Leute wollten die schon holen, aber ich sollte die als nicht zu verkaufen, die als mein persönlich. Oh. Ich muss hier noch etwas für auszustellen, behalten. Ja, klar. Problem ist, was du nicht willst, kannst du nicht verkaufen, ne? Ja, bon, ich hätte den Design nachher auf einer Flasche machen, weil den Design ist aber mega beliebt. Das ist am Punkt Geschichte von Wind Waker. Wenn das Spiel startet, wo ist die ganze Story von der Wandmalerei. Und die ganze Wandmalerei habe ich quasi um die ganze Flasche gemacht. Okay. Das gesagt dann so ein Flash voller Glyphen aus, aber du erkennst das direkt von Wind Waker aus und denk, viele Leute wollten die Hund, weil Wind Waker genauso wie Ocarina of Time Lieblingsdealer sind bei Zelda. Sind auch meine zwei Lieblingen. Natürlich ist Ocarina of Time auf Platz 1 und auf Platz 2 kommt Wind Waker. So, geh mal. Ja. Immer nur mal einfummen. Ja. Meine lieben Leute von TikTok, ich gehe jetzt mal einen rauchen. Aber gleich wieder.
Serum durch. Ja. Und ich schon mal ein paar Tortellini hier mitgebracht. Okay. Kein Hanuschen. Ich schon kein Park mehr am Frigo. Ah, Fodes. Und das findest du seriös. Ich muss mal noch Kaffee gehen. Das ist Division 2. Ich spiele gleich weiter. Ich esse zuerst. Ja, cool. Ich freue mich schon mal. Zick so, ich habe angestellt, dass meine Tastatur, mein Mauspad mit der Musik mit geht, wo ich lausche dran. Mm. Ja, lang ein bisschen auf. Funktioniert jetzt auch gut. Oder nicht? Das hatte ich schon ein Zettel. Der tun ich an meinem Dingens, auf meinem Laptop bin ich dazu angestellt, der sucht den Sound und anhand von der Belichtung von der Tastatur. Ja. Ich geh kurz die Waschmaschine rein, Mann. Wo war ich geben? Er hat Leute zum Kanapé, hat schläft. Oder er ist aufgefressen. Was ist das? Oder er ist aufgefressen. Ja. Ja, was war denn da? Warte, ich komme, ne? Jo. Tut mir leid, wenn ihr eventuell mein Schmatzen mithört hier. Mensch, sind die Teile warm. Uiuiuiui, ist das heiß.
kleben ja alle aneinander. Kein Wunder, dass die nicht abkühlen. Verdammte Scheiße. Also lieber Chat, was gibt's Neues? Was jetzt habt ihr Zeit, mir zu schreiben? Eintreffende Verstärkungsanforderung. Hi Leute, die jetzt neu dazu kamen. Mensch, ist das heiß. Dabei habe ich die Teile nur 3 Minuten in die Mikrowelle gesteckt.
meine, Ding hat übelst Power. Ich auf der Arbeit fast aufwärme. Erst nach 5 Minuten ist das erste Mal noch nicht warm. Richtig lecker. So denn, dann geht's jetzt weiter. Müssen wir hin? Wir können mal hier mal das Gebiet wieder einnehmen. Ich schau mal, den Ausgang finden will. Memorial Library. Die ruhige Hand bringt's. Ich ziele! Das war kein Headshot. Schon wieder nicht. Oh, das war wohl. Und Magazin wechseln. Ihr habt den Tod verdient. Und zeig mir deine Rübe. Weg. Dann könnt ihr aus nichts machen. Mensch, komm her! Wieso sind das keine Treffer? So. Ich hasse Hyänas! Stärkung unterwegs.
Ja, würde mein Geschütze auch mal schießen, das wäre geil. Zugang zum Nachschubraum freigeschaltet. Ich weiß nicht, was wir ohne sie getan hätten. Danke. Gegner bewacht einen Ort in der Nähe. Das Ding ist wirklich richtig geil. Papo? Jo. Ja.
nicht, dass mein Charakter mir gleicht. Was ist das? Es ist nicht, dass mein Charakter mir gleicht. Da bist du. Ich hab mein Code geholt. Den DLC. Du musst da vier stellen. Ich schon Spiel kostet ob Steam 29 Euro. Mom DLC. Mhm. Schon ob King Queen für 5 Euro Basic Spiel. Und für 9 Euro den DLC. Okay. Ich habe für knapp 40 Euro ganz spielen mit dem DLC. Auf Platz von 29. Ja, oh, dann muss ich dann auch später. Das lohnt sich, wenn es da Preisvergleich zu machen. Ja. Feinden bewachter Ort erkannt. So, wo muss ich los? Nächst hin. Schon mal fertig. Stimmt. Im Kellerlabor des FBI-Hauptquartiers befindet sich ein Schildtech-Behälter. Das Labor wurde umfunktioniert, um Ausrüstung aus der Dark Zone zu dekontaminieren. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Hyenas dort auftauchen. Erreichen Sie den Behälter vor Ihnen. Ihr Anblick gibt mir Hoffnung. Ich bin erstaunt, dass ich so viel Zeit habe. Wow, wie cool. Weil ich schon einfach geschaut nur durchgemacht. Mit Paneln und schon eine Stecker mit sehr dringend zu spielen. Hab mir schon mal sehr. Oh, wie geil, Mann! Hallo, liegt euch alles wie hier! Von meiner Party, Mann! Du weißt ja, mehr RGB, mehr FPS. Immer ja, immer ja, immer ja. Das sind nicht für sich, das ist ja auf 120 gesprungen. Das ist ja cool, mein Mann, das nervt hier los in einer Zeit. Willst du, wenn du das Spiel spielst? Ich finde, wie ist so ein Leiser aktiviert auf der Tastatur, Maus an dem Computer? Ja. Das heißt, wenn die Musik so hart geht, geht heute Licht an nur, ja. Das ist der Techno-Lärste. Maja, ich los, ich lausche ihn ja bei beiden dafür. Oh, heißt ein elektronisches Gerät. Mom? Tut mir leid. Was denn, Süße? Ich hab nicht auf dich gehört. Du bist 20. Da ist es normal. Du wolltest es mir sagen. Das ist ja cool, man. Das ist schon gut. Du bist zu Hause. Das allein zählt. Es tut mir leid. Es muss dir nicht leid tun, Baby. Es muss dir nicht leid tun. Aber Spiele kannst du das nicht bringen, Leute. Das nächste war so ein Streambus, dann ist einfach Disco mal am Rap. Ja.
Es gibt Bock, Party Animal zu spielen. Oh, ne, ich mach einen Haut, ne, man hat den ganz Division Haut. Terrell? Ja, weil Haut mach ich nicht lang, also. Sind, aber ich. Schon gut 24 Stunden noch. Wie denn? Ich bin da schon. Ich konnte gestern nicht pennen und ich war immer dick motiviert, Tower Fantasy zu spielen und dann ganz nur Tower Fantasy gezockt. Okay. Dann ich hab da gefühlt sind noch drei Starbucks Kaffee an. Oh nein. No. Ich hab mich gut gespielt, aber mein Arsch könnte ich den Hummel schon versteht. Geguckt, wie so den Mann, den Arm gesehen, dick schlimmer ist. Oh. Gut. Ja, der das Liebe. Ich weiß schon. Sieht einfach, dass der Arsch schon mal so angeht. Wo ist der? Was ist das? Warcraft Rumble, was ist das? Ein Spielmodi. Action-Strategie für Mobile-Geräte. Außer ein Saab League of Legends oder was? Nicht so geil, aber das ist nicht so mein Fall. Hast du noch nie Anno gespielt? Nein. Richtig geil Strategie spielen. Redet in Politik. Anders. Ich halt Kriegsfeierung. War nie Menges. Wo bist du? Call of Duty 4 installed? Noch nicht. Wie was? Schon. Mit was? War ich, Hund macht nicht 4 bestellt, weil ich werde höchstwahrscheinlich der 4 besteller Preis mit billig kriegen. Ob King Queen. Okay. Zu dem mit ins PD schreibt es. Auch immer die, auch noch sehr lockeren Leute. Ja, 4 Sterne Bonus, heuer und tot. Chris hat nur mal von zu 4 bestellt. Das ist Bullshit. Kannst du dann halt nur noch von einer Schubs kriegen. Nur im Lounge. Das ist Bullshit. Weil die kriegen einfach nie alle Gürtel verkauft. War das dann? Ich muss so ein Froh. Was? Alles fast. Hm? Da war ich mal Musik, wo du bist, wenn du weißt. Was ist das denn Unterschied zwischen einer RTX 3060 und einer RTX 3060 Ti? Belastpaket. Kann ich ein bisschen so vergleichen wie was der Prozessor normal ist oder die K-Version. Okay. Die holen Titans holen auch speziell Funktionen für zu vertakten. Ah. Und hier Spannungswandler sind mehr Resistenz. Okay. Natürlich, dass den
könnt ihr mal den iPhone und den iPhone bla 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 as. Ja. So und da hast du doch weh. Nicht gerade, weil Sache ist, du hast nicht mehr die Mail-Leistung, falls du auch eine Vertaktung musst. So tust du wie ein ganz normal. Okay. So, eigentlich ein Titan ist nicht mehr geduld für Leute, die wirklich mal Overclocking schaffen. Wie klopfst du dann over? Du gehst nicht pur Methoden. Du hast dann zum Beispiel mit den Spannungen zu schaffen. Dass du verschütten, dass du Stromstärke von der Grafikkarte erhöht, das heißt, dass du mehr Strom frisst, muss ich natürlich sich damit auskennen, weil falls du zu viel Strom gibst, dann wirst du sie auffackeln. Ja, das ist schon eine Sache mit dem Feuerspielen. In dem. Ja, am Anfang ist es so wie beim Autotuning, also du wirst den in dem Sinn, die Mechanik quasi und ihre Limit bringen. Okay. Und dafür ist ja beim Overclocking so wichtig, eine ganz gute Killung zu haben. Weil du kürzt die Lebensdauer von den Komponenten. Ja, klar, was du mehr auskreuzt, was du mehr belastet, was du echt auf die Idee, ne? Ja. Okay. Par contre, was du zum Beispiel super ist, so meistens immer dazwischen. Zwischen den Titan und dann nochmal auf Edition. Okay. Und super ist von Grund aus, dir schon übertakt von sich aus. Mehr ob okay. Ein gesunder Maß, für das der Normalverbraucher kein Risiken angeht, wenn er dir baut. Ja. Okay. Ja, weil am Anfang. Ich weiß so gut nicht, wie ich das machen sollte, wenn ich nicht will, das ist. Ich vertrage dann erstmal nicht so kompliziert. Es gibt pure Regeln, die ich dir respektieren muss. Es gibt auch so eine Technik, die nennt sich High Performance Low Low Consumption. Du Mutter spielst du eigentlich, guckst du, wie ich den Grafikkart den höchsten Peak erreicht. Den höchsten Peak guckst du dann anhand von deiner Sinus, von deiner Leistung, ab welchem bestimmten Voltage die Leistung nicht mehr stabil halten kann. An dem Moment kannst du den Grafikkarte am Anfang übertakten, aber mit mehr Strom zu verbrauchen. Okay. Das ist zum Beispiel ideal für Leute, die kein großes Netzteil haben und wollen einfach nach dem Maximum aus ihren Sachen rausziehen, können du mal das schaffen. Und das ist monoschädlich auch für eben für Sachen. Weil du gibt Spannung so weit drauf gemacht, bis das System aufhängt, unstabil zu gehen. Und wenn es unstabil geht, muss man dann ein bisschen rumzählen, dass es flüssig schläft, aber Monostrom verbraucht. Okay. System antwortet nicht. Sie werden Strom brauchen, um ins Labor zu gelangen. Es muss irgendwo eine Stromversorgung geben. Suchen Sie danach. Oh, das ist wirklich ein ich sag physisch. Ja, das ist eigentlich Wissenschaft physisch schon. Okay. Das ist theoretisch von Eschlo. Ich will ein Interesse sehr stehen. Ja. Wenn ich lo ein 40-90 Weltraum habe, geht das gut? Das geht gut, solange dein Motherboard das auch aushalten kann. Weil
Und der PCIe wird einen bestimmten, die interagiert mit dem Netz jetzt zusammen. Das bedeutet, der Strom geht und über das Motherboard genauestens verteilt. Und wenn okay. der PCIe nicht leistungsfähig genug ist, für so viel Strom zu drohen, zu transferieren, dann kann es gut sein, dass hin zu Ruftakt. Das heißt, dass dann eben nicht die volle Leistung ausreizt. Genau. Okay. Zum Beispiel, YouTuber hat ein Kerl ein 4090 und sein Steam Deck angeschlossen. Das geht doch. Daraus einfach, der ich kriegt aber nicht die Verlichtung von den 4090 raus auf dem Steam Deck, weil die ein PCIe 4 hat, dann kein PCIe 5. Okay. Das heißt, von denen 16 Pins sind nur 8 aktiv. Okay. Und das heißt, du kriegst natürlich noch etwas raus, aber die ganze Opfer lohnt sich. Alles. Voilà. Oh, du kannst aber bei der in der anderen Spiel zwischen 20 bis 50 Frames machen. Oh. Ja. Eben, wo fertig war, war das Steam Deck auch nicht mehr handlich. Sein Experiment wird funktioniert. Er kommt ein externe Grafikkarte durchschließen. Bei meinem PC habe ich nur die Vertaktung von XMP gemacht. Weil für richtigen Overclocking kann ich meine Killung, die ich los so dran habe, nicht benutzen. Weil du müsstest genau schon, den. Du müsstest schon eine Custom Killung benutzen, weil du nicht mehr Möglichkeiten. Ja. Ich hab schon da mein Motherboard gecheckt. So, gucken wir mal. Fuck, Lokomotive. Oh ne, Lokomotive muss kommen. Ja, das ist gut. Obwohl es ein ziemlich aktiv, also ein ziemlich aktuell Board ist, hat es ja nicht mehr ein DDR4 drauf. Das ist ungewöhnlich. Kannst du nur zwei? Zwei? Am zwei Fastplatten drauf, also SSD drauf. Ich verstehe nicht das falsch. Also, was man das 2x HyperM dazu PCIe Gen 4.4 in M2 Gen 3. Ja, du kannst, du kannst da 2 benutzen.
Okay. Du hast eben einen myonalen Ausschluss und einen aktuellen Ausschluss drin. Okay. Natürlich der PCI-Ausschluss, wo es sowohl einen aktiven von 4.0 und einen myonalen von 3.0, allen 2.16 Pinger. Und dann müsste noch ein PCI einen kleinen Ausschluss drin. Jetzt muss ich überhaupt dann dran. Oh, gut, nicht. Okay. Ich habe gerade geguckt, du hast ja die zwei Schlitzer. Bei dem Großen auf der Grafikkarte haben wir ja an dem anderen noch gut, nicht. Ja, du kannst noch etwas dran machen. Warte. Du gehst nicht pur Möglichkeiten, du kannst zum Beispiel ein Dingens dran machen, eine Erweiterung von M.2 kannst du dran machen. Du kannst mit USB ausschließen. Aber dafür hast du die kleinen ausschließen. Du hast drei PCIe und Dinge am Motherboard. Und du hast dann zwischen denen zwei große, hast du noch so kleinen. Ja. Du kannst zum Beispiel ihn ausschließen für USB-Erweiterungen. Okay. Weil das ist ein reiner 8-Pin-Ausschluss. Ja, du hast Platz für zwei M.2 drin zu machen. Ja. Ja, boah, der Dienst, ich werde Scheilo ein bisschen dumm von mir, falls du nicht erklären. Sie schreiben zwar, dass ein HDMI-Ausschluss und den Motherboard ist, aber auch nicht wertfähig Version. Ja, aber die gibt es ja sowieso nicht benutzt. Ja, nee, du kannst ihn schon benutzen. Für was zu machen? Für einen externen Bildschirm und zu schließen. Für was? Für einen externen Bildschirm und zu schließen kannst du ihn benutzen. Zum Beispiel, so laut, gibst du zum Beispiel, du benutzt eigentlich den Ausschluss nehmen an zwei Situationen. Einkehr, wo du kein Grafikkarte dran ist, dann musst du benutzen. Oder du benutzt ihn als ein Bildschirm, wo kein Grafikinhalt benötigt wird. Zum Beispiel für Informationen vom PC unzuweisen. Ah, carrément. Genau, okay. Du kannst den zum Beispiel benutzen, die wird ganz gerne benutzt für die Display-Fuße und den Case in Abbaus, die hat den gerne geholt. Ah, guck mal. Ganz einfach, weil du könnt dann so einen U-Stecker drin, so ein HDMI, den nur Handeln verläuft, wo ja. Dann direkt am Case dann ein kleines Loch gemacht wird, wo dann die Kabel direkt auch im Ante-Case verläuft. Was? Bitte? Oh, und auch Lena dabei, ja, guck mal. Du hast sogar zwei Ausschlüsse, du hast ein Displayport an den HDMI. Aber ich fand ihn dick traurig bei sie. Ein Port ist eigentlich ein aktuelles Modell, aber dann wird den tatsächlich noch PSE-Ausschluss. Okay, was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Das ist der Move-geringen Ausschluss, wo früher die Maus und Tastatur angeschlossen sind. Ah, ja. Ja. Das sind noch immer Bots, wo so einen Ausschluss drauf kriegen. Ja, das kann man doch nicht erklären. So, ich hoffe, du hast dann aber wenigstens ein Gamer-Maus mit Bull drin. Ja! Siehst du, man muss Papa machen, wenn man ein Eurostäbchen. Ja.
Nee, nee. Ja, das war der Shit, dem uns. Also, ich meine, ich gehe verzweifeln mit den USB bei dir. Ich sehe 6 Stück. Ja. Ich höre noch Mingem, und ich da. Was meinst du, ich denke. Zielen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Boah, für mich geht das dann von dir, ja? Schön noch USB nie vorher schon. Schön 18 USB. Boah. Kim hat auch extrem viel. Und plus hat er nicht mehr 3 Ausschlüsse an ihn USB-C-Ausschluss. Hat wird von einem Hub auf den nächsten Lab. Lebt? Hat wird von einem Hub auf den nächsten Hub gesprochen. Ja. Ja. Und all USB, normalen USB, sind ob Monster, Feier, Ausschluss von einem Hub. Das ist brutal. Was du für Kabel sagst, Mann. Das ist schon heftig. Ich habe einen Kabelkanal bei ihm an den drunter schrauben, weil sonst wirst du gut nicht mit mir da gehen. Mebo. Damit haben wir einen weiteren Schenkel. Das heißt, ich kann zurück damit zur Basis. DDR4 bis 4800 MHz dran machen. Ja. Und ab dann? Was geschieht dann? Mei werde nicht unholen. Selber wenn sie gibt, rein theoretisch so eine 6000 Megahertz Druckballerin, weil da eigentlich nicht mehr am DDR5 möglich ist. Da gibt der PC einfach nur mehr bei den 4400 bleiben. Die gibt nicht mehr holen. Ja, das wäre Geld, also von zur Reise. PC schützt sich immer selber hin, guckt immer, was für Kapazitäten er nimmt an, hin geht nicht drüber. Also okay. Du gehst absolut Sicherheitsblockade noch losmachen. Dann giffen. Ja, mir hat die von Sachen, nur gehen so Leute wie ihr Schläber nicht drin, weil er nur. Brennt der Bämchen. Ja. Weil ja zum Beispiel bei vielen 3090 Grafikkarten geschieht, ist schon auf Menge Honisch Voltage-Stopp. Du kannst nämlich den Grafikkarten schützen, für dass sie nicht von enger Software oder so übersteuert geht, Stromstopp zu setzen, dass ein abhängig bestimmten Strom automatisch ruftakt. Okay. Das haben die vielleicht nicht gemacht, wo sie ein 3090 hat und haben damals New World gespielt. Okay. Ja, weil das geschieht. Aber nicht lang, oder wie? Das Spiel wird Karima Hardware zerstört und nicht gerade billig, weil sie wird die Fehler waren nicht mehr bei der 3080 auf 3090 Modelle, wo die Fehler geschieht. Ja. Also nicht mehr bei den neueren Modellen. Ja, und dann? Was müsste dann? Da muss die Firma aber den Kach bezahlen. Du kannst ja nicht dafür. Naja. Und du. So mal so. Du kannst so spielen, aber. Was du kein Sicherheitsvorgaben hältst, dann schrotzt du die Sachen. Dafür kann den Hersteller nicht. Sie gehen dort Möglichkeit, so Sachen zu machen, aber du bist in einer Verantwortung. Oh, gut. No, wollte viele Leute das Spiel nicht spielen, weil das so überdramatisiert geht. Und das war keine schwere Sache. Du hast bei vielen Grafikkarten, wie bei Asus, die uns zum Beispiel getat gesichert durch ein Knäppchen. Du hast dann ganz, ja. Ganz dünne Knäppchen, den bei den Pinnen aus, den Switch sein kann. Und dann hast du einen Voltage-Schutz. Okay. Aber wenn du ein Overclocking machst, musst du den Voltage-Schutz deaktivieren. Oh. Ich mach das schon. Ja. Was
so schon zum Beispiel mein Prozessor ein bisschen rupgetackt, den aus von einer Stärke von 4,9 Gigahertz habe ich schon auf 5,2. Schießt den, ach du hast den. Auch immer mit der Armbrust auf mich. Meiner, du stehst. Ja, scheiße Armbrust. Ich kann den Kontrollpunkt machen. Obwohl, ne, ich kann ein Safe aus der Stadt schon aktivieren. Muss ich liefern gehen. Ich hoffe, dass kein fucking Appartement erstmal 10 steckt. Was ist hier drin? Weil sie haben mich gefragt und ja, das ist ein jeder Koppel, die können hier mal Kies nicht selber abdrohen. Und ich so, ja, wer ein Gericht von Marquis Schwarz mal? Ja, das sind 5 Meter. Ich gesagt, okay, aber ich drohe den nicht allein. Okay. Ich so, also wenn sie in ein Haus, ne, das ist ein Appartementshaus am Zentrum von Stadt Lützburg. Ich, okay. Wo? Oh. Beim Glossy. Oh, Mert. Ja, an, feindliche Übertragung erkannt. Jo. Wie wird das vom Treppenhaus gedreht aus? Wie willst du da dran drehen? Naja, du gehst nicht pur Tricker. Verschiedene von denen Tricker sind nicht gerade ungefährlich. Das war die Solierwitz gefährlich. Was meinst du vom Balkorruption oder was? Nee, nicht gerade. Du hast oft zum Beispiel am Treppenhaus ein Fenster und dann musst du dich erst das Fenster dich raushangeln. Und würde ich schon oft müsste machen. Du für mir Lift auf. Ja. Also ein das so ist natürlich Auto die sicherste. Das ist die sicherste Alternative, aber ich hatte eigentlich einen Arbeitsblock von 5,5 Meter müsste an den Treppenhaus rup manövrieren mit meinem Handwerker. Und du warst dann so ein Fenster und hin und ich so, ja wie macht man das lo? Ja, ganz einfach. Ich strick dir ein Seil um die Taille und du hängst dich einfach aus dem Fenster und hältst die Platte fest. Das ist ja nicht. Ach so. Das war ein Scherz, oder? Nee, nee, ich meine das ernst. Aber keine Angst, ich sichere dich. Ich hab ja das Bergseil gelernt. Und ich so, ja, schön, aber ich fühle mich nicht wohl, hier einfach so aus dem dritten Stockbisch rauszuhängen. Ah, alles gut. Passiert schon nicht. Tragbares Gerät erkannt. Ich weiß, ja, ich schuck ja keine Hechangst, aber trotzdem, ich war mal nicht ganz wohl bei der Sache. Ich nehme gedacht, okay, wenn Glenner du Lobber lässt, der Flynn, ich mach da scheiß Block ruf. Ja, du musst. Den Marbeskönig vertrauen. Die Hyenas haben die Leute. Hyenas richtig, der MacGyver erinnert den Handschicker. Diese Aufklärungsdaten sollten ihnen helfen, die Gegend zu säubern. Tippers, der Wahnsinn, den hängt 5 Meter Markise in der Länge ab. Verzeih, was auch mega, hier ist richtig Fuß, weil
Ich mal immer froh gestellt, wie möchte ich das für 5 Meter Markisen allein abzubauen? Du musst mal nicht absteigen, wenn man nicht kriegst, ne? Bei hin, hier schrauft Fixationen in die Mauer. Und, hunderter Fixation, hier möchte Fixation bei, aber auch nicht ganz bei. Weil hier lässt Hand und Ruhe nämlich ein Gurt lässt in Hand und Ruhe laufen. Ein Krieggurt. Und mit dem Krieggurt zitten sich am Funk den Marquis mit 3 bis 4 Punkten einfach löse rup. Und zwar mega aufwendig, weil du musst dann do Kriege gehen, dann musst du do rum Kriege gehen, dass es gleichmäßig rup geht. Wenn sie ja. Da kurz für den Schluss aus, muss hin sie nimmen Licht abheben, für sie dann an Dingen zu treffen. Genau. Wir haben auch mal Tafeln, Heinz, du musst ja, wir haben extra so einen kleinen, so ein Briert, was du Rupp an Ruf stellen kannst, gebaut. Ich muss da kein Foto davon machen. Dann kannst du genau ausstellen, wie du willst. Du setzt Tafel drauf, musst Punkte, Bus, Tafel fast und adieu, merci. Das geht natürlich auch mit 5 Meter, das ist heavy. Ich möchte noch immer meinen vollen Respekt für jeden, der handelt. Ich möchte das so easy peasy. Das ist eine Sache von Übung, wenn es das jahrelang muss. Hier noch sowieso eine One-Man-Show. Und dann immer mal zu dem Hund. Ich mach's halt scheißegal, ob ein Klier einen Hund bauen will oder nicht. Ihr könnt halt voran. Ach, das ist mein Hund. Er macht nichts. Ja. Der sitzt einfach nur da. Terrain, hält immer seinen Hund, Mann. Ja, und hält seinen Hund auf Ballbaustelle, Mann. Ja. Das ist okay. Sein Hund ist zwar auch mega gezählt. Wenn hier sieht, du bleibst nur da am Eck sitzen, dann bleibt er auch da am Eck sitzen. Ich möchte nicht. Ja. Und sein Hund gibt auch keine Mensch eine Besünde und das so ein. Golden Retriever. Ja, das ist nicht mehr von der Klima allergisch, also Pen, was müsst ihr dann? Dann sitzt du dann einfach an der Kabinett oder lässt und du baust ihn einfach rumlaufen. Okay. Du bist ja viel schneller. Ich war eigentlich bei einem Bauer rumgeführt. Ihr wollt auch einen Marquis kriegen. Und das heißt, du riesen Bauer, also den Terrain vom Bauer. Und ich komme von der Autobahn gefahren und ich gesehen einen schwarzen Hund im Terrain. Ich, das ist doch ein Bello. Hey, der Bello lebt hier. Sie war mal so einen Kilometer vom Haus fort. War ein bisschen begutachtet. Was sie lebt. Was so? Ey, Klaus, dein Hund, der läuft da. Ah, der kommt wieder, der guckt nur sich um. Guckt, wann sie lebt. Das geht hin, zerleben, ja. Und der Hund, den vertraut auch schon drängen, weißt du? Ich geht dann, Heinz, du könntest bei mir, ich hatte Büro, da seht ihr, ich lasse den Hund hier. Pass auf ihn auf. Und dann seht ihr einfach zum Benno so. So, ich gehe jetzt einkaufen und du bleibst bei Andy und du gehst nicht weg von ihm. Und den Hund, der geht mir dann überall nur. Was ist denn überhaupt für ein Hund? Golden Retriever. Ah, ich liebe Golden. Sie sind einfach. Die sind mega, die Hunde. Alle Hunde sind mega. Naja, sein Hund wird eh klein Tick, der hinaus den übelsten Rammler. Ja. Ihr rammelt all Bein, wo ihr nicht mehr findet. Ja, Papa, da pass auf. Ja, bei mir wird den zwar noch nicht gemacht, bei meiner Sekretärin wird den Thema immer gemacht, bei ihm selber andauernd von hin, ihr schon wo sitzt, dann könnt ihr ja auch oben gesprochen, für ihn sein Bein zu rammeln. Nein, das ist eine gute Idee. Ein guter Hund. Anhin reagiert null bei anderen. Okay.
Ich lebe da frei in der Rum und die anderen Billen da wie blöd und selber bleibt einfach ganz cool. Interessantes Objekt entdeckt. Oh, Modell 700 Stufe. Übereinstimmung gefunden. Gegenstand entdeckt. Ja, das ist alles ein Fruch von der Erzählung, ne? Innen wird sein Hund wirklich mega heftig dazu. So, ich auch immer Respekt an seinen Hund. Der ist so liebenswert. Gute Benno. Wow. Ich weiß noch, mein hat bei uns das Büro umgebaut und mein Direktor ist stark aufgeregt. Was macht der Hund hier drinnen? Der hat hier nichts zu suchen. Und der Zau eiskalt hat einfach so gesagt: Gut, wenn der Hund geht, dann gehe ich auch. Da will ich auch keine Bezahlung, dann guck, dass du jemand anderes findest. Mhm. Jo. Weil hier hat sowieso alles den Freundschaftspreis gewährt. Er sagt, ja, was den Hund geht, da geh ich auch. Wird viel geklärt. Fuck, das ist Sonnenstürmer auf Hause. Ich bin sowieso Fan von Husky und Fußstoff. Was siehst du? Er ist ein Fan von Husky und Stuff. Naja, niemals Husky. Die sind mega süß. Ja, aber die sind ganz charakterlich schlimm. Ich will niemals in den. Oh, please. Den war der Buffo so, gerade finden sie mega süß, das ist ja auch mehr. Die braucht auch der Stunde aus, läuft den Tag. Die braucht es, und wenn es ein Husky ist, musst du am Waschen eine Person sehen, die auch den ganzen Tag Zeit für die Husky hat. Ja. Oder die Husky immer dort darstellt. Ja, und danach? Die vielleicht vier Stunden. Und danach, den Hund muss laufen, ne? Oh Gott. Mit dem Witz und der Saros, du drehst den um. Dann aus dir warm. Du musst klimmen und nicht drin wie ein Eckwald. Okay. Das ist nur am Moment halt war nicht perfekt warm, wenn es die Computer. Ja. Und den Hoodie, du musst nicht passen. Ja. Ja. Ich hatte den Hoodie und war nicht warm. Mané hat jetzt immer die Dinger da unten. Ein Schnudel. Und ihm geht dann mega warm. Hat mich klimmen. Und ich zieh drum ja im T-Shirt ein kurzer Boxnack, was? Oh, leck mich. Oh, du bist ein Arsch, wey. Und ich war keinem ja ein Arsch. Weil er Schnüdel in wird. Schnüdel. Acht Holz, Junge. Tch.
Tja, ich genug bezahlt zum Eier, nach dem Dessen. Ja, du bezahlst davon. Ja. Und du? Hä? Ja. Ja, dann wird's halt, dass du dann immer noch Display ist. Scheiße. Immer da mal. Mit dem Ventilator, Mann. Ja. Das war viel mehr geladen im Discord. Das war komplett unter anderem. Jo. Ich hab extra ein Anime-Party, Channel, die geht ja bei Fall Guys. Fall Guys. Was? Ich bin schon zerstört. Ich geh mal an die Dote. Du hast mich gespart. Die Heiz hat sie gespart. Da kann ich meine Wippe für das Thema rausnehmen. Soll ich die ummachen? Ich will da mal halten. Ich krieg da einen Schatz in der Jungen. So ist das, hey, Rubinich. Dann muss das Kim mindestens 4-mal Picanha holen. Ah, Kim, du musst nur 4-mal ob man das Picanha holen. Ah, ich war halt. Ich weiß. Aber es war der Patron. War um Grill und war nicht so wie so's. Ich kann das nicht. In Amerika besser. Der Portugies, den aus mega mit den Patron. Ich eigentlich mal nach, okay, Video. Ja? Du bist viel zu hart. Die will ich noch nicht schwitzen. Ja, mit Kevin, du bist ja, aber das ist halt lang. Ja. Wie Video? Ich schwitzen. Ich konnte gestern gut nicht schwitzen. Wie Video? Ja, aber dann mal, da ging ich aus dem Discord raus. Wie der Mikro anschlägt. Hallo. Ich hoffe, was soll ich da so? Guck, dass du mich hast. Du mich schützt nass. Ja. Es ist ein Allkehrs in Headset, nicht? Ich Kopfhörer nicht um Ohr. Finde es nach zu schwatzen. Mach doch auch mal. Ich schwatze noch mal einen Ton. Nee, musst du nicht. Ja, sie wollte dir so. Oh, ja. Ich muss Sansi hochsteigen. Und muss Nervengeräusch auch aktivieren. Hä? Muss ein Noise Cancelling auch ummachen, weil dann hört er durch meine sein Mikro.
Ich habe hier gleich noch geplanter gesessen, nimm mir einen NPC mit einem Baseballschläger auf der Duell lauf. Manuelle Kontrolle erforderlich. Treffende Verstärkungsanforderung. Ich wünschte mir, es wäre anders. Jo. Thank you.
ganz außerhalb. Sie sind richtig gekleidet für dieses Höllenloch. Elektronisches Gerät erkannt. Hier ist unsere Brille. Schön, deine Stimme zu hören, Henry. Wie ist die Lage bei euch? Nicht schlecht. Sogar ziemlich gut. Beinahe rosig. Ja, hier auch. Seit der neue Agent da ist, scheinen wir etwas mehr Luft zum Atmen zu haben. Das macht schon was aus. Und darum geht es ja schließlich auch. Indirekt. Ich wollte dir sagen, dass wir dir ein kleines Care-Paket schicken. Ein Care-Paket? Wir hatten eine gute Ernte und unser Winterlager ist jetzt schon ordentlich gefüllt. Deshalb wollten wir die Ausbeute teilen. Das ist sehr aufmerksam und großzügig, Henry. Wir werden einen Weg finden, uns erkenntlich zu zeigen. Das braucht ihr nicht. Es ist ein Geschenk. Genießt es. Okay, verstanden. Danke, Nachbar. Agent, wir haben einen Notruf aus New York erhalten. Dort wird die Division angegriffen und sie haben Verstärkung angefordert. Wir treffen uns auf dem Rasen im Süden des Weißen Hauses. Da steht ein Helikopter bereit. Wir müssen los.
Machen Sie es gut. Mit Ihnen mache ich gern Geschäfte. Prima, Sie zu sehen. Ich halte einfach 100 schon gebaut, dann auch gebaut. Sehr schön. Kann ich Ihnen bei einer Anfertigung helfen? Jetzt war nicht mal geil für mein nächstes Stream auf TikTok. 445 Zuschauer Maximum.
Die True Sons nutzen die Sendekapazitäten des Viewpoint Media Museum, um ihre Truppen zu koordinieren. Wir haben erfahren, dass sie für Wartungsarbeiten vom Netz gehen. Also können sie keine Verstärkung rufen. Das ist unsere Chance. Verlieren die True Sons das Viewpoint Museum, fällt es ihnen schwerer, ihre Truppen zu koordinieren und Propaganda zu verbreiten. Die gesamte Kommunikation des Gebäudes wird vom Produktionsstudio im obersten Stock aus kontrolliert. Finden und sichern wir. Auf diesem Weg gelangen sie vielleicht auch hinein. Easy. Feindlicher Funk wird empfangen. Hier, Wade. So, die Division glaubt also, sie kann einfach hier reinspazieren. Die haben nicht die leiseste Ahnung. Bleib still, warte auf das Signal, dann stelle und töte sie. Das ist natürlich noch ey.
sichtbares Gerät erkannt. Schwärmt aus, aber macht langsam. Sie könnten bereits hier drin sein. Colonel Ridgway, die Flüchtlinge kommen aus allen Teilen der Stadt. Es sind einfach zu viele. Sehen Sie, diese Leute kosten uns wertvolle Ressourcen. Was schlagen Sie vor, Sir? Schickt sie nach Roosevelt. Hier geht es nicht mehr um Prävention, sondern um Schadensbegrenzung. Sir, die werden mir nicht zuhören. Versprechen Sie ihnen Essen und Arznei. Und Sie werden ihnen folgen wie Motten dem Licht. Bei Widerstand gehen Sie zu Plan B. Plan B? Zwingen Sie sie. Es ist besser, sie zu internieren. Dann sterben Sie wenigstens alle am selben Ort. Elektromagnetische Laden entdeckt. Konzentration! Feind bewegt sich an der Flanke! Ich sehe ihn! Division, jetzt hast du ein Problem! Sofort, Sir.
schwere Verwundung entdeckt. Agent verstorben. Das war sicher Wade. Schade, aber er ist nicht unser Primärziel. Gehen Sie ins Fernsehstudio und bringen Sie die Kerle ein für alle Mal zum Schweigen.
Sie der Gefahr aus dem Weg. General, ich... Vor unserer Ankunft hier sind wir auf einen Ihrer Nachbarn gestoßen. Er schien unsere gute Arbeit hier nicht zu schätzen. Nach allem, was meine Männer durchgemacht haben, konnte ich das nicht akzeptieren. Aber wir werden kaum dasselbe Problem haben. Wie Sie wohnen, verrät mir auch, dass Sie mithören. Im Übertragungskontrollmodul. Darüber läuft die ganze Viewpoint-Kommunikation. Wenn Sie es zurücksetzen, dann werden die True Sons ausgesperrt und wir können die Kanäle übernehmen. Bleiben Sie beim Modul und überwachen Sie die nächste Reset-Sequenz. Einrichtungen vor Ort wurden zurückgesetzt oder befinden sich unter SHD-Kontrolle. Unsere Kommunikation steht und die True Sons bekommen nichts mit. Fluktuationen im lokalen Stromnetz erkannt. Kommunikationseinrichtungen offline. Was zum Teufel? Ich sehe zahlreiche Gegner auf dem Dach. Sie bauen rund um den Funkmast EMP-Störsender auf. Es ist Wade. Er versucht, den Mast zu sabotieren. Ohne ihn kann niemand von Viewpoint aus senden. Agent, gehen Sie aufs Dach. Sie müssen verhindern, dass er den Mast ausschaltet. Eintreffende Verstärkungsanforderung. Elektromagnetische Ladung entdeckt. Wade verwendet EMP-Störsender, um den Funkmast zu überlasten. Schalten Sie sie aus, bevor der Mast zerstört ist. Systemfehlfunktion. System wiederhergestellt. System gedrosselt. System reaktiviert. System unterbrochen. Strukturelle Integrität bei 74%.
Gerät aufhalten. Wir brauchen diesen Funkmast. Mit dem aktiven EMP-Störgerät ist Ihre Shade-Technologie nutzlos. Schalten Sie es aus. System wiederhergestellt. System gedrosselt. System unterbrochen. Verpiss dich! System reaktiviert. System Fehlfunktion. Der gehört mir. System wiederhergestellt. System gedrosselt. System reaktiviert. Strukturelle Integrität bei 50%. System Fehlfunktion. System wiederhergestellt. System unterbrochen. System reaktiviert. System Fehlfunktion. System gedrosselt. Hab keine Munition mehr. Elektromagnetische Ladung verbraucht. Strukturelle Integrität bei 25%. Der Funkmast hält keinen weiteren Treffer aus. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Schwert ist den Shusans, sich zu koordinieren und Bullshit zu verbreiten. Sobald der Funkmast repariert ist, können wir die Reichweite unserer Sendungen erhöhen. Kommen Sie zur Basis, wenn Sie was dazulernen wollen, Agent. Sie sollten sich diese Bilder von General Ridgway ansehen. Entsichern. Bringt die medizinische Ausrüstung zur Klinik. Und der Proviant kommt in das Lager bei der Messerhalle. Die Kisten bleiben in dem Truck. Hey, was? Wir verschwenden keine Vorräte mehr an diese Leute. Na los, Private. Sir. Was zum Teufel machen Sie, Colonel? Diese Leute sind schon tot, Doktor. Sind Sie verrückt? Sie brauchen Hilfe. Und was ist mit dem Stab? Kollateralschaden. Und nehmen Sie Ihre Hand von meinem Soldaten. Wenn Sie nicht damit aufhören, werde ich Sie melden. Was zum Teufel?
verriegeln, Sergeant. Sieht aus, als gäbe es hier einen Aufstand. Sichern und laden! Schlagen Sie ihn nieder. So, dann Schmeckenschwert für Haut und Opferlern. Getür für Haut. Odessas Leute sind jetzt fertig mit dem Dach. Das wird die Hitze für uns alle erträglicher machen. Können Sie uns vielleicht helfen? Geiselnahme in der Nähe erkannt. Dank Odessas neuem Hydrokultursystem bringt das Theater besseres und frischeres Essen auf den Tisch. Das wird die Bewohner gesünder und zufriedener machen. Ich bin Grace. Ich wurde gebeten, die Operationsbasis zu verlegen und die Agents zu koordinieren. Kommen Sie vorbei, wenn alles eingerichtet ist. Da sind. Schön, Sie zu sehen, Agent. So, meine lieben Leute, für heute reicht es. Ich mache dann heute Schluss. Mal schauen, ob ich morgen umkomme. Ich habe morgen Besuch und ich gehe auch zu Abend essen mit Freunden. Also, mal schauen. Jedenfalls, ich danke euch zum ersten Stream von TikTok. Richtig viele Leute, die vorbeikamen, hat mir richtig viel Spaß gemacht und man hört sich die Tage wieder.
Also, schöne Arbeit noch alle.